Als ich noch in der Schule war, sah Größenvergleich aber anders aus. Es gibt diese urbane Legende, dass man mit der gleichen Kraft seinen kleinen Finger durchbeißen kann wie eine Möhre. Okay, und jetzt? Selbsttest. Ich rufe schon mal den Rettungswagen. Es ist kalt draußen, also brauche ich jetzt einen Eintopf. Ja, deswegen machen wir heute schön Möhreneintopf. Möhreneintopf. Und für Möhreneintopf braucht man Möhren. So ist es. Die schälen wir jetzt, genauso wie Kartoffeln. Und Zwiebeln und Knoblauch und überhaupt alles. Und dich. Bitte nicht, es ist kalt draußen. Na denn, ich schneide hier erstmal die Köpfchen ab. Oh. Eintopf, wenn es kalt ist, finde ich richtig nice. Ja, Suppen im Allgemeinen, das wärmt mich. Ja. Und es geht auch immer schön schnell und ich mag es ja auch. Entweder macht man selber Gemüsebrühe oder man probiert sich durch verschiedene Gemüsebrühen durch, wo man so seine perfekte Suppe bekommt. Oder man kann auch das gut aufpimpen. Aus Möhren kann man auch so ein Kokosmöhrensüppchen machen. Ja. Das haben wir schon gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Und wenn ihr mal ein paar besondere Stücke haben wollt, schneidet ihr schräg oder so wie ich vorher, dann einfach gerade runter. Am Ende wird es eh zerkaut, wa? So ist es. Und da braucht ihr euch auch gar nicht zu beeilen, dann sind eure Finger nämlich auch sicher. Ich hole schon mal einen Topf. Möchtest du anbraten oder soll ich Zwiebeln schneiden? Nee, ich habe so viel geweint in letzter Zeit. Ja. Mit den Zwiebeln. Du kannst Zwiebeln schneiden. Ich mach das mit Freuden. Dann schieb ich dir meine Möhren rüber. Das heißt, Zwiebeln auch schälen und fein würfeln. Wir braten an in Olivenöl und Butter für den Geschmack. Und ab dazu. Ich fülle hier schon mal ein bisschen Wasser ein und löse in dem Wasser etwas Gemüsebrühe auf. So, Gemüsebrühe geht rein. Hier ist alles schön glasig, dann schmeißen wir jetzt den Rest dazu. Jawohl, Gemüsebrühe geht rein. Und ich hole noch mal so viel Wasser einfach. Wir haben Pimentkörner. Falls ihr die nicht lose rumschwimmen lassen wollt, dann könnt ihr auch einen Einmal-Teebeutel nehmen, kein Problem. Genau. Ich habe hier Lorbeerblätter, die knicke ich so ein bisschen an und dann gehen die auch rein. Plopp! Und noch etwas frischen Thymian. So, und jetzt abdecken und so lange köcheln lassen, bis die Karotten und die Kartoffeln gar sind. Unser Eintopf ist ready. Lorbeerblätter und Schiele vom Thymian und Piment haben wir dann rausgeholt. Und jetzt schmecken wir noch ein bisschen ab mit Zitronensaft, Muskatnuss und Salz und Pfeffer. Pfeffer. Auf sowas schmeckt dann auch auf dem Teller so ein Schluck Joghurt oder schmeckt sehr lecker. So, Zitronensaft. Und mit ein bisschen gehackte Petersilie können wir jetzt servieren. Das ist jetzt genau das Richtige, das ist das, was ich brauche. Aber hallo. Ist nicht heiß. Genau richtig. Schmeckt gut. Schmeckt ein bisschen wie bei Oma. Ja. Aber fühle ich gerade. Mit den Kräutern da drin und so, genau richtig. Man kann den auch geil einfrieren und dann so eine Portion abends rausnehmen, wenn man noch mal Hunger hat und so. Allgemein gut mit Eintopfen. Einfrieren, auftauen und wieder haben. Und wenn ihr noch einen anderen Eintopf braucht, wie wäre es dann mit Süßkartoffel-Erdnusseintopf? Oder Erbseneintopf. Klassiker. Ja. Wir essen mal weiter und ihr macht euch hoffentlich auch einen schönen Eintopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.